Der Arbeitsalltag eines angehenden Elektronikers für Betriebstechnik wie Tim Wenzel ist vielseitig. Gegen Ende der Ausbildungszeit spielt sich nun, wie auch im späteren Berufsalltag, der überwiegende Teil der Arbeit an der frischen Luft ab. Dabei müssen oftmals auch mehrere Gewerke zusammenarbeiten, beispielsweise bei Arbeiten an Erdkabeln. Diesmal musste die korrekte Durchtrennung einer unterirdischen Stromverbindung überprüft werden. Die Lage und der Zustand des Kabels werden bei dieser Gelegenheit in einer elektronischen Datenbank vermerkt. So können die Elektroexperten ablesen, auf welchen Kabeln Strom fließt und wo genau sie verlaufen. Und das trägt enorm zur Sicherheit bei. Ganz wichtig ist, wenn man irgendwo in elektrische Anlagen mit reinkommt, dass man wirklich nicht irgendwas anfasst, sondern immer nur gucken und wenn, dann fragen, ob man da genauer hingucken kann und ob man sich das daran nähern darf oder nicht. Während seiner Ausbildung konzentriert sich Tims Aufgabenbereich erst einmal auf das Kontrollieren und Dokumentieren. Freileitungen müssen regelmäßig im Abstand von 2 Jahren überprüft werden. Tim achtet dabei auf den Zustand der Strommasten, mögliche Äste, die in die Leitungen hängen und ob alle Klemmen festsitzen. Nach der erfolgreichen Ausbildungszeit und einer bestandenen Prüfung darf er dann auch den Strom schalten. Ein Höhepunkt, auf den sich der 20-Jährige schon jetzt freut. Aber auch die gemeinsame Zeit mit seinen Arbeitskollegen ist für Tim eine Bereicherung. Also am meisten Spaß macht mir eigentlich immer die Arbeit mit den Kollegen in der Firma, da man da die meiste Abwechslung hat. Man muss nicht den ganzen Tag am Tisch sitzen und Aufgaben lösen, sondern kann halt draußen arbeiten, man ist an der frischen Luft. Das macht Spaß. Also das Begeisterndste ist eigentlich später dann die Berechtigung zu haben, den Strom schalten zu dürfen. Was dann, ja, dafür brauchen wir halt eine spezielle Ausbildung dafür und das ist schon das Begeisterndste. Bis es jedoch soweit ist, muss Tim noch ein wenig Theorie pauken. Die Grundlagen, die den Azubis im Ausbildungszentrum in Erfurt vermittelt werden, müssen sie dann auch in der Praxis anwenden können. Dazu gehört zum Beispiel, wie man ein Notstromaggregat wartet. Bei vorübergehenden Stromunterbrechungen werden die dazu genutzt, die Zeit zu überbrücken und weiterhin Strom an die Haushalte oder Betriebe zu liefern. Tim muss dafür alle Leitungen auf Bruchstellen oder sonstige Auffälligkeiten überprüfen und testen, ob die Sicherungen an der Netzersatzanlage funktionieren. Auch der Stand der Tankfüllung wird kontrolliert, denn schließlich läuft das Aggregat mit Treibstoff. Der Stoff, der Tim Wenzel antreibt, ist die Aussicht auf eine feste Anstellung in seinem Wunschberuf. Also geplant ist es soweit, dass ich auf jeden Fall für ein halbes Jahr erstmal übernommen werde. Und danach wird sich dann entschieden, wahrscheinlich wie ich mich angestellt habe, ob es dann weitergeht oder nicht. Ich hoffe, dass ich mal in der Firma übernommen werde und ja, dann hier arbeiten darf. Dabei wusste Tim noch nicht immer, dass er einmal Elektroniker werden will. In einem Bewerbungsgespräch bei den Jenaer Stadtwerken bewarb er sich eigentlich auf den Ausbildungsberuf des Mechatronikers. Als ihm jedoch der Beruf des Elektronikers für Betriebstechnik vorgestellt wurde, war er sofort überzeugt. Man könnte fast sagen, der Funke ist einfach übergesprungen.